Ja, hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zu Drive Club 3.0 mittlerweile. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ja, wir sind wieder ganz am Anfang. Ihr habt es ja vielleicht schon am Rande mal mitbekommen, meine Katze hat einen kleinen Festplatten runtergeschmissen, hat mir dann komplett, ich weiß gar nicht, warum die Server schon wieder down sind, hat mir dadurch komplett meine gesamten Aufnahmen versaut und da waren auch richtig viele Drive Club dabei, deswegen habe ich gesagt, okay, wir waren bei 2.0 noch nicht so weit. Danke. Alter Schwede. Jetzt geht das schon wieder los hier. Ich hab's vermisst. Ja, wir waren bei Drive Club 2.0 noch nicht so weit, deswegen hab ich gedacht, ich fange jetzt mal von vorne an. Ficken. Entschuldigung. Ja, das ärgert mich wirklich ein bisschen, aber was soll man machen? Ich habe auch viele Scoof-Aufnahmen verloren. Ich habe zwei komplette Gameplays verloren, die ich schon vorproduziert hatte. Und von anderen Spielen auch so ein paar Folgen. Von GTA habe ich ein bisschen was. Ich mal auf die Minimap gucken müssen. Ich dachte jetzt nicht, dass ich. Das ist das erste Rennen hier. Nämlich nur gerade, dass die Server schon wieder down sind. Dann nehmen wir jetzt erstmal das mit. Jawohl, das haben wir. Und Top 3 kriegen wir auch noch hin. Bin ich guter Dinge. Noch eine Runde. Der Bentley mich einfach mal überholt. Die Karre, die doppelt so schwer ist wie meiner. Danke. Also mal dieses Gummiband fahren. Ja, es wurde ja gewünscht, dass ich wieder Drive Club mache. Von dem einen oder anderen User. Dem möchte ich gerne nachkommen. Ich weiß noch nicht, warum die Server schon wieder gerade down sind. Würde mich mal bitte wieder interessieren. Als ich das letzte Mal gespielt habe, haben die 1A funktioniert. Ich werde das wieder im Wechsel mit Battlefield immer veröffentlichen. Also eine Folge Battlefield, eine Folge Drive Club. Ich hoffe, das ist okay für euch. Ersten Platz habe ich auch nichts einzuwenden. Das wird nicht mehr drin sein. Naja, zweiter Platz ist auch okay. Zweiter Platz ist auch okay. Gut, weiter geht's. Und alle drei Sterne, super. Ja, ich habe die Rennen zurückgesetzt und so wie beim letzten Mal. Die Fahrerstufe kann ich leider nicht zurücksetzen. Das tut mir leid. Ja, das kennen wir ja nun alles. Mittlerweile sind wohl, ja, bei der Tour mittlerweile auch zwei neue DLCs online. Redline. Da ist schon geile Sachen dabei. Und Elements. Mal schauen. Also ich will auf jeden Fall erstmal die normale Drive Club Tour durchmachen. Dann möchte ich die beiden DLCs durchmachen. Und dann schauen wir mal, was da noch kommt. Ich weiß noch nicht, ob es sich lohnt, da noch den DLC zu holen. Also den Season Pass zu holen. Was kosten die denn einzeln? Meine DLC kostet 6 Euro, 12, 24 Euro, der DLC-Kost kostet. Ich muss mal gucken, wie viel der DLC-Pass kostet.
Der Season Pass kostet so. Egal, lange geht trotzdem hin, wir fahren mal weiter. Das ist natürlich doof, dass jetzt die Server wieder nicht gehen, weil dann kann ich natürlich mein Serverauto nicht nehmen. Ist das in meinem Club? Doch, ich kann es nehmen. Komisch. Mit dem Golf-GTI fahre ich ja relativ viel, relativ gerne. Gut, erreiche eine Platzierung Top 3, schlage das Durchschnitt, die Durchschnittsgeschwindigkeit CL von 1,37 und seit halt 0,53 oder weniger. Ach, die Strecke mag ich gar nicht. Ja, mittlerweile nehme ich ja am Schreibtisch auf. Vorher habe ich ja auf so einer Couch aus aufgenommen. Da ging das natürlich mit dem Lenkrad schlecht. Aber ich bin überlegen, ob ich mir das Lenkrad nochmal hole von GameStop. Und damit einfach mal ein bisschen übe mit Five Club. Ach, ich will die ganze Zeit auf Nitro drücken. Die werden wir natürlich jetzt nicht knacken mit der Durchschnittsgeschwindigkeit. Das ist meine nächste Runde. Ah, ja. Hinten haben wir direkt einen unter Stoßstange sitzen. Und da vorne haben wir noch ein bisschen Abstand zu denen. Aber die Führenden sind relativ nah beisammen. Relativ nah beisammen, das ist ganz gut. Kann ich mit ihm irgendwo in der Kurve holen, zum Beispiel hier. Jawohl. Das haben wir schon mal geholt. Platz 3 haben wir auch, den müssen wir jetzt nur safe fahren. Können wir auf Platz 1 noch. Sollte ja auch noch drin sein. Und die Rundenzeit haben wir auch noch geholt. Was ist denn da los heute? Ja, komm schon. Da sind wir doch ein bisschen weit rausgefahren. Aber ich möchte noch den ersten Platz. Komm du mit deinem Golf. Mein Golf ist stärker. Ups, da habe ich zu früh gebremst. Das war doof. Außen vorbei, nee, hat nicht geklappt. Dann nehmen wir es mal. Ach, obwohl da vorne ist schon die Ziellinie. Na gut, zweiter Platz, aber wir haben ja alle drei Sterne geholt. Super. Finde ich gut. Machen wir noch ein Rennen. Ja, ich werde jetzt immer pro Folge so zwei Rennen machen. Oder ich werde die nicht allzu lang machen, die Folgen. Gut. Weiter. Weiter. Dann haben wir Kajosh Trials. Zeitrennen erreicht. Zeit von 3,5 war weniger. Okay, das ist wieder gegen uns selber. Also wir müssen da wieder Sterne einfahren. Muss dann mal schauen, dann mal, wenn ich sehe, warum das mit, oder schaue, warum das mit dem Server gerade nicht klappt. Wie mein Club so dasteht. Gut, also zwei Sterne sind hier Pflicht. Obwohl die da noch relativ gut miteinander. Oh Gott, die ziehen ja richtig gut weg. Fuck! Das war gerade richtig dumm. Vorne fährt ein Geist. Ich habe nämlich nur die Spielstände gelöscht, aber nicht die Geister gelöscht.
heißt, es müsste ein Geist von mir sein, von der ersten, von der letzten Aufnahme. Ah, Server wurde wieder hergestellt. Wo ich schon alle drei Sterne gerne hätte. Können wir gleich mal gucken, wie mein Club so steht aktuell. Ziehen sie natürlich gut weg da vorne. Alter, ich hab doch gebremst. Warum? Zu spät gebremst wahrscheinlich wieder. Ach, Mann. Wir sind noch nah beieinander da vorne. Gelbe Rechtskurve. Ja, eigentlich könnte man die hier vorne noch holen, wenn wir die eine Kurve nicht so versaut hätten. Mit 36 km/h ist er hier Durchschnitt gefahren? Wie hat er das denn gemacht? Oh, ja. Komm schon. Nee. Ja, knapp, 2 km/h. Ganz knapp war das gerade. Wieso? Nein! Fuck, leck mich doch. Ah, das war jetzt ein großer Fehler. Oh, Mann, oh. 2 Sterne haben wir geholt, 3 Sterne wären aber drin gewesen. Gut. Gut, ich will mal gucken, wie mein Club so im Moment dasteht in der Folge. Und dann machen wir nämlich auch mal eine Pause. Mein Club. Ja, ich weiß. Ist natürlich. Lädt natürlich alles ewig. Globaler Clubrang. Wir sind irgendwo in den 600er wieder oder so. 2700, ja gut. Ich glaube, wir waren schon mal in den 600ern. Wie ging das denn da oben? Achso, okay. Na gut, dann würde ich mal sagen... Okay, das funktioniert alles gerade. Finde ich gut. Ja, dann funktioniert ja alles wieder gut. Ne, da würde ich sagen, wir machen mal wieder eine kurze Pause. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare, gebt mir einen Daumen nach oben und... Weil sind nur alle Autos freigeschaltet. Ist ja komisch. Was ist das denn? Corvette Stingray. Okay, dann gibt es mir ein Erweiterungspaket. Alter Schwede, was ich für Autos hier drin habe. Alter. Boah. Und dann, geil ist auch hier. Wir haben hier ein BRC Mono, was auch immer. Dann ein Caterham. Hallo. Dann ein Ruf. Dann diese KTM Expo. Maserati Eventra. Und ein Renault Twinrun Konzept. Da wieder ein Audi R8. Passt da überhaupt nicht rein.
was für Autos ich hier schon freigeschaltet hatte. Alter Schwede. Ferrari 599. Ne, gut. Aber ihr seht, wir sind beim, bei der Tour. Habe ich alles zurückgesetzt. Das machen wir alles nochmal. Ich glaube, das letzte Mal war ich bis hier irgendwo, genau. Also in der letzten Aufnahme war ich hier irgendwo in dem Bereich. Also als ich aufgenommen habe und ich glaube, veröffentlicht hatte ich es nur bis hier irgendwo. Ich glaube, Rookie Trophy hat man veröffentlicht gerade so und das ist ärgerlich gewesen. Gut, wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es heißt Let's Play Drive Club mit dem Sascha. Bis dann, ciao.